Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, erstmal herzlichen Dank an alle, die letzte Woche mein Video so zahlreich angeschaut haben. Das Shadow High Video hat wieder an ältere Klickzahlen angeklickt, da habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Ja, heute schauen wir uns mal Monster High an und zwar geht es wieder um G3. Und jetzt gibt es da wieder was ganz Neues und zwar ist das die Core Refresh Dolls. Das sind die Dolls aus der G3 Serie 1. Allerdings gibt es da jetzt die Wave 2 und ja, die wurden halt nochmal überarbeitet, neu gestylt mit neuen Outfits, neuen Frisuren und ich habe da jetzt mir die Laguna Blue ergattert. Ich wusste noch gar nicht, dass die bei uns schon raus sind, weil so lange gibt es die in Amerika auch nicht und wenn man bedenkt, wie lange die G3 Serie 1 gedauert hat, die war ja schon ein halbes, dreiviertel Jahr eher in Amerika draußen, ehe die mal bei uns rauskam. Und jetzt bin ich umso gehypter, dass jetzt die Ricoh Fresh Dolls auch schon bei uns draußen sind. Ja, wie gesagt, hier habe ich die Laguna Blue. Die hat wieder die typische Monster High Verpackung, wie sie jetzt für die G3 Dolls ist. Hier haben wir das Monster High Logo. Dann hier eine Illustration von unserer Laguna. Im Hintergrund haben wir jetzt noch die Frankie und die Claudine. Es gibt auch noch eine neue Draculaura und auch eine Cleo. Ja, und ich habe die schon im Internet gesehen, also die sehen alle wirklich ziemlich gut aus. Ja, die Claudine und die Draculaura, die gab es ja auch schon ein bisschen eher, bei Amazon zumindest zu bestellen. Ja, werde ich mir bestimmt auch noch holen. Hier sind die ganzen Accessoires, die die mit hat. Hier ist noch ihr Haustier, Neptuna. Das war so ein kleiner Fisch. Ja, hier auf der Seite haben wir das Monster High Logo. Und auf der Rückseite haben wir jetzt auch nochmal eine tolle Illustration von Laguna. Also die Illustration gefällt mir wirklich sehr gut. Sieht aus wie so eine Fashion-Illustration vom Stil her. Also viel besser als im Vergleich zu Wave 1. Da hatten die ja eher so cartoonische Illustrationen, sahen aus wie aus so einem Comic. Und hier sehen die richtig schön stylisch aus. Ja, hier sehen wir nochmal die anderen Charaktere. Unsere Draculaura, die Claudine, die Cleo und die Frankie. Ja, da bin ich auch schon gespannt, wie die dann live aussehen, wann es die dann bei uns zu kaufen gibt. Und mal sehen, was da noch in meine Sammlung wandert. Also ihr dürft gespannt sein. Ja, ich würde sagen, ich packe die Gute jetzt aus und wir sehen uns die gleich mal aus der Nähe an. So, jetzt habe ich die Gute einmal ausgepackt und natürlich hat sie wieder einige Extras mit dabei. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, als erstes hat sie hier ihr Haustier, das ist die Neptuna. So ein kleiner süßer Fisch. Die hat auch so bisschen hellblauen Lidschatten. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera gut erkennen. Ja, und die Flossen, die sind so leicht durchsichtig in so einem Pink. Ja, die gefällt mir ganz gut. Die ist richtig niedlich. Ja, dann bringt sie noch ihren Rucksack mit. Das ist wie so eine Qualle, beziehungsweise, ja, es ist eine Qualle, ist kein Tintenfisch. Die hat ja noch zwei Augen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Und dann lacht sie ja noch so. Das ist dann die Tasche. Hier haben wir dann noch so eine Fischgräte als Anhänger. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Marke Fishbone, die es mal in den 90er gab, wo es auch immer die Klamotten gab mit den Fischgräten drauf. Ja, hier unten sind dann noch solche Tentakel dran mit so verschiedenen Farben. Hier ist ein schöner Farbverlauf von Blau ins Pinke. Ja, und der Rucksack ist so ein bisschen durchsichtig. Hier oben ist da auch leicht offen. Also man kann jetzt auch Sachen reintun, wenn man das möchte. Und hier haben wir jetzt noch die Träger dran. Ja. Dann hat sie noch ihr kleines Tagebuch mit. Monster High Laguna Blue. Das sieht aus wie von der ersten Serie das Tagebuch. Ich hoffe, man kann es ein bisschen. Der Fokus will jetzt gerade nicht. Ja, jedenfalls hat sie hier das Tagebuch. Und da war es auch schon wieder weg. Ja, dann hat sie hier noch so eine Tüte mit Gummy Bites. Ja, ich denke mal, das sind so Gummiwürmer, Gummibären. Ist auch immer ganz cool, wenn die immer solche Snacks noch mit dabei haben. Dann noch so einen kleinen Lolli. Das ist wie so ein, na, Kugelfisch, der da dran ist. Könnte auch wie so ein Corndog sein, muss jetzt nicht unbedingt so ein Lolli sein. Dann hat sie noch wie so ein Eis mit. Das ist so eine Fischtüte, so ein Fisch mit einem Eis oben drauf. Ja. Und dann hat sie noch wie so ein Drink mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Energy-Drink sein soll. Oder irgend so eine Bubble-Brause, so wie das aussieht. Das gefällt mir auch ganz gut.
Das kann man auch mit ins Rainbow Hay House stellen, in die Küche. Oder wenn man die Miniverse-Küche hat, da kann man das auch mit reinstellen. Und dann hat sie noch diese wunderschöne Sonnenbrille. Ob die jetzt wunderschön ist, werden wir noch sehen. Ja, mal gucken. Ja, das waren die Accessoires und das ist unsere Laguna Blue. Ja, der Dolstand war natürlich nicht mit dabei. Den habe ich mal extra bei Amazon gekauft. Da habe ich jetzt schon mehrere. Ja, kommen wir mal zu ihrem Gesicht. Also ihr Make-up sieht auch wieder wunderschön aus. Sie hat diese türkisfarbenen Augenbrauen. Dann hat sie grüne und braune Augen. Also die sind erst braun und verlaufen dann so ins Grün. Dann trägt sie pinken, lilafarbenen Lidschatten, der dann in so ein Blau übergeht. Ja, dann hat sie blaue Sommersprossen und orangefarbene Lippen. Ja, die Haare, die hat jetzt hier so ein Mittelpart und dann sind so zwei Strähnen hier vorn. Die sind aber voller Gel, also die Haare, die werde ich auf jeden Fall mal waschen müssen. Hier oben hat sie dann wie so zwei kleine Schnecken gebunden. Und nach hinten hat sie dann wunderschöne lange Sorenhaare. Ja. Die hat jetzt auch noch verschiedene Strähnen. Einmal hat sie dieses Gelbblond und dann hat sie noch türkise Strähnen und dann noch lilafarbene Strähnen da drin. Ja, und die Haare, die gehen bis über die, fast schon bis zu den Waden. Also die sind wirklich relativ lang. Hier sieht man es mal in der Gesamtaufnahme. Und die sind auch schön weich. Da ist jetzt auch kein Gel drin, aber sie sind halt so ein bisschen frisselig durch die Box. Sind halt Inbox her. Und hier sieht man auch so durch die Befestigung, da steht eine Strähne, so ein bisschen komisch. Also die muss ich auf jeden Fall mal waschen. Aber so sind die Haare richtig schön. Ja, dann hat sie hier ihre Ohren modelliert an der Seite. Und dann trägt sie so ein, wie die Fischgräten, nur halt durchsichtig. Auch solche Ohrringe. Das finde ich auch ganz cute. Auch hier auf der anderen Seite ist auch nochmal wie so eine Fischgräte. Ja, wie gesagt, die Strähne ist hier oben angenäht. Das werde ich aber alles abmachen. Ja, dann die Haare waschen und ja. Dann hat sie noch ein Necklace, also so eine kleine Kette. In Orange, passend zum Lippenstift. Da ist dann nochmal wie so ein Seepferdchen drauf. Und dann trägt sie so ein Top, was schulterfrei ist. Mit Netz, also hier die Ärmel sind aus Netz und auch das Oberteil. Und hier ist dann wie so ein, ja, fast wie so ein Satinstoff. Da haben wir dann auch nochmal diese Fischgräte drauf. Ja, dann geht es weiter mit so einem Plastikgürtel. Ich mache die mal ganz kurz aus dem Stand raus, da kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ja, hier hat sie so einen rosa Plastikgürtel mit noch so Ketten angedeutet. Den kann man dann auch hier hinten aufmachen. Und dann, was so das Highlight ist, ist so eine Baggy Pants, so eine große Baggy Pants, die die anhat. Sitzt ja oben auch nochmal so ganz normaler wie fast Satinstoff. Auch nochmal hier mit so Satinbändern an den Taschen. Dann haben wir hier so einen Mesh-Einsatz, das ist so ein Netz, das ist dasselbe, was sie auch hier oben hat. Und hier unten haben wir dann die Beine, sage ich jetzt mal, aus Chiffon. Und da ist dann auch nochmal so ein Blumenmuster oder Korallenmuster so drauf. Ja, und die gehen halt unten ziemlich weit auseinander. Und dann trägt sie diese Boots, die sind durchsichtig, so mit ein bisschen Glitzer drin. Und unten drunter hat sie dann diese rosafarbenen Fußsohlen. Und da ist nochmal das Monster High Logo drauf. Also die Schuhe finde ich auch ganz cool. Ja, und hier hat sie jetzt auch wieder hier ihre Fischflossen. Die hat ja die Original Laguna auch schon. Ja, das finde ich ganz cool. Ja, wie gesagt, hier hat sie noch die Details, die aufgesetzten Taschen. Und von hinten kann man das alles mit dem Klettverschluss auf und zu machen. Ja, die Beweglichkeit ist wieder eine typische Kurdoll. Sie hat jetzt das Gelenk im Kopf, da kann sie sich überall hindrehen. Dann auch dieses Kugelgelenk in den Schultern, in den Ellenbogen und auch in den Handgelenken. Ja, sie ist ja eine Chore-Frechdoll und sie hat auch in der Brustplatte wieder diese Bewegung. Das haben ja die Budget-Dolls nicht. Dann kann die auch ihre Beine so spreizen und nach vorne und nach hinten. Und sie hat auch dieses Kniegelenk. Ja, also die finde ich mega. Die hat mir auch super gefallen. Deshalb war das auch die erste, die ich mir gekauft habe. Die erste Laguna aus der Wave oder G3 habe ich leider noch nicht. Ich bin da immer noch ein bisschen am struggeln, ob sie mir gefällt oder nicht. Ich bin da noch nicht so sicher. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal im Warenkorb gehabt, habe dann mich aber immer für eine andere Doll entschieden. Aber bei ihr muss ich sagen, da gefällt mir das ganze Styling und auch so die Haare und allgemein die Klamotten und so. Ja, die Brille ist jetzt Geschmackssache, aber ich finde, sie sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus.
Sieht aus, als würde sie jetzt auf so ein Musikfestival gehen. Ja, hier haben wir jetzt den Rucksack, den kann man ja dann auch ganz aufsetzen oder halt nur einseitig so drüber spannen, wie man das halt gern möchte. Moment. Ja, man kann ihn jetzt so von, auf, na gut, das sieht jetzt bescheiden aus. Ich probiere mal, ob man den auch so hinten drauf tun kann. Wir testen das jetzt einfach mal. So, die Haare tun wir mal etwas zur Seite. Ja, es geht bestimmt schwierig. Ich probiere das mal auf Kamera. So vor der Kamera geht es ein bisschen. Ja, so jetzt nach einigen Hin und Her habe ich jetzt den Rucksack auch drauf bekommen. Also sie kann den Rucksack auch so hinten drauf tragen. Man bekommt ihn dann auch hinten auf den Rücken drauf geschnallt. Ja, man macht dann einfach die Arme wieder nach hinten und kann den dann auch wieder abziehen. Dadurch, dass da ein bisschen flexibel ist. Ja, mir hätte es jetzt besser gefallen, wenn da vielleicht jetzt die Bänder aus Stoff oder aus Leder gewesen wären. Da wäre das alles ein bisschen einfacher, als wenn man sich ja mit dem Gummi und Plastik quälen muss. Aber es geht schon. Ja, die Haare, die sind noch ein bisschen frisselig und verfitzt und durch das ganze Gel, was da drin ist, zumindest hier vorne diese Locken, also die muss ich da dann auf jeden Fall erstmal waschen, weil es gefällt mir überhaupt nicht, so wie das so jetzt ist. So, wie gesagt, das war der Rucksack. Ja, das hier ist unsere Spa Day Laguna. Das haben wir die beiden nochmal direkt im Vergleich. Die hatte ich ja auch schon vorgestellt. Da habe ich ja auch ein Video von ihr gemacht. Und man sieht schon, die Haare sind bei ihr, ups, viel länger. Die sind auch richtig schön glatt. Bei ihr sind die halt eher so ein bisschen lockig und frisselig. Und ihre sind halt so wirklich richtig schön glatt. Und bei ihr muss ich auch sagen, gefällt mir auch der Blondton besser, weil die hat wirklich einen richtig schönen Blondton. Das Gelb ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist halt ein bisschen extrem, gerade so zum Kontrast mit der rosafarbenen Haut und so. Ja, und so hat sie aber richtig schöne lange Haare. Und ich denke mal, wenn ich ihr dann die Haare gewaschen habe, werden die dann auch so aussehen. Ich werde die dann auch mal ein bisschen Boil Wash machen und versuchen, die etwas glatter zu bekommen. Mal gucken, wie sie dann aussieht. Ja, vom Make-up her sind die sich ziemlich ähnlich. Außer, dass sie jetzt, sag ich mal, ein bisschen orangefarbenen Lippenstift hat und sie hat jetzt diesen lilafarbenen Lippenstift. Aber sonst vom Lidschatten her, gut, sie ist jetzt ein bisschen extremer geschminkt, das Blau geht ein bisschen weiter raus, aber vom Farbschema her sind sie eigentlich fast identisch. Ja, die Klamotten, denke ich mal, kann man auch gut wechseln. Man kann jetzt ihr zum Beispiel die Hose anziehen und ihr jetzt die Hotpants. Also da kann man auch wieder spielen und variieren. Das finde ich ganz cool, dass sie auch so ein ähnliches Farbthema haben. Und ja, ich denke mal, in einem Short oder in einem anderen Video werde ich dann mal wieder zeigen, wenn ich meinen Dolls wieder mal die Haare gemacht habe und die wieder mal neu frisiert habe. Und dann werden wir mal sehen, wie die sich dann verändert hat. Ihre Haare sind so schwer, dass der Ständer die gar nicht ganz hält. Bei ihr geht es jetzt einigermaßen. Ja, das war jetzt die Review erstmal zu der Core Refresh Laguna Blue. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Rubrik Doll of the Week. Und da habe ich auch wieder eine passend ausgesucht. Und zwar ist das aus der Monster High Generation One Serie, die Laguna Blue. Das war damals so ein Reisethema, Austauschschülerthema. Und da gab es halt auch die Monster High Dolls, die dann in verschiedenen Ländern waren, zum Schüleraustausch. Und die Laguna Blue, die war damals, glaube ich, in Spanien. Und ja, ich fand die damals mega. Ich habe die mir damals auch gekauft. Und ich muss sagen, ich bin erstmal überrascht, wenn ich die jetzt im Gegensatz zu den G3 Dolls sehe, wie dünn die überhaupt ist, gerade vom Oberkörper her. Und ja, schauen wir uns mal ihr Gesicht an. Das fand ich auch so hübsch. Sie hat hier natürlich noch ein ganz anderes Face Mold als wie die neue Laguna. Sie hat diese grünen Augen, aber auch schon türkisfarbene Augenbrauen und auch schon diese grünen Sommersprossen und so einen weinroten Lippenstift. Ja, die Haare sind hier oben in so einem Mittelpart und dann hat sie hier so eine schwarze Rose drin und hier hinten so einen Kamm wie so eine Carmen, wie so eine Flamenco-Tänzerin. Ja, und die Haare sind aus Saran und die sind aber komplett auch gelockt. Also die haben richtig kleine Locken, sind auch richtig weich. Ich habe die jetzt aber auch noch nicht durchgekämmt. Ich habe die immer so ein bisschen aufgeplustert. Und hier hinten drin hat sie noch so türkisfarbene Strähnen. Und die habe ich jetzt aber auch wirklich so gelassen. Ja, der Dollstand war damals immer noch mit dabei. Und ja,
Hier sieht man auch, wie dünn die jetzt ist. Sie hat hier so schöne Ohrstecker noch mit dabei. Das ist dann hier so eine Blume, so ein Tintenfisch ist das. Da hängt dann so eine Perlenkette dran. Jetzt auf der Kamera sehe ich es erstmal viel besser in rosa auf beiden Seiten. Man hat auch gesehen, die ganze Körpermodellage ist ja noch ganz anders. Der ganz dünne Hals und vor allem dieser ganz dünne Oberkörper. Ja, sie trägt so ein Bolero-Jäckchen, so wie aus so einem Satinstoff. Und das sind auch nochmal wie so Perlen drauf. Ja, und dann trägt sie dieses wunderschöne Kleid. Das sind auch noch, sieht aus wie von so einem Tintenfisch, diese Saugnäpfe, die da drauf sind, so ein Jersey-Stoff. Und da ringsherum ist nochmal so ein Volant mit diesen Punkten und dann nochmal mit diesen rosafarbenen Streifen. Ja. Und als Schuhe hat sie dann diese High Heels, allerdings ohne Heels hinten dran, ohne Absätze. Die fand ich immer ein bisschen komisch, diese Schuhe, weil das sieht schon ein bisschen komisch aus, wenn da hinten kein Absatz dran ist. Ja, allerdings hat sie ja dann noch so eine Rose drauf. Und ja, die Schuhe, die sind jetzt so schwarz und aber auch ein bisschen durchsichtig. Also man sieht dann ihre Schuhe und ihre Füße noch durch. Ja, hier hat sie dann an der Seite auch diese Flossen. Ja, und das Ganze ist halt, wie sie so beweglich waren mit dem Kugelgelenk auf den Kopf. Dann auch dieses Kugelgelenk in den Ellenbogen und in den Schultern. Und auch ihre Hände. Und sie hat jetzt auch noch so kleine Schwimmhäute zwischen den Händen. Also sie hat ja dann eine extra Handmodellage. Ja, und hier hat sie auch noch diese kleinen Flossen dran. Ja, ich finde die mega. Und wenn man jetzt die andere dagegen hält, also sieht man schon richtig krasse Unterschiede. Es geht schon bei der Hautfarbe los. Sie ist ja jetzt rosa. Das war auch so ein Thema, mit dem ich mich am Anfang nicht so anfreunden konnte, dass die jetzt so eine rosafarbene Haut hat. Und für mich war Laguna halt immer so ein bisschen kühl, so blau, grünlich. Und sie war jetzt halt rosa, so halt so ein bisschen was wie so ein gekochter Hummer oder so, ich weiß es nicht. Ja, man sieht auch, dass sie halt viel dünner ist als wie sie. Ja, und von den Händen her, sie hat jetzt auch keine extra Handmodellage. Also sie hat jetzt auch diese Schwimmhäute nicht mehr zwischen den Händen. Aber die Flossen, ja, hat sie trotzdem. Und auch hier unten an den Füßen. Das sieht man aber, die hat die Flossen. Moment, ihre gehen nach unten und ihre gehen nach oben. Also das ist dann auch nochmal so ein Unterschied. Ja. Ja, welche euch jetzt besser gefällt, das könnt ihr entscheiden. Ich finde die alle beide cool. Auch die Core Refresh und auch die Spa de Laguna. Wie gesagt, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche euch von denen am besten gefällt. Ich stelle die jetzt nochmal nebeneinander. Ich habe dann auch noch aus der Serie 1 die Dance Class Laguna. Das war die aus der Tanzschule. Die habe ich noch. Und dann habe ich noch die Skaradise Island oder wie das damals hieß, oder Skull Island. Jedenfalls war das der erste oder zweite Film, Skull Island, da gab es auch noch eine Laguna, die habe ich jedenfalls auch noch. Ja, wie gesagt, mir gefallen die alle drei mega, ich finde die cool, bin jetzt froh, dass ich auch die neue in meiner Sammlung habe. Wie gesagt, die Haare werde ich auch nochmal waschen und dann sehen wir nochmal in einem Short-Video oder bei einem anderen Monster High-Video, wie die dann aussieht. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!